Willkommen zu dem Pokalspiel Rot-Weiß Essen gegen den ersten FC Kaiserslautern. In Essen findet das Spiel statt. Was man sich ja denken kann, wenn Essen die Heimmannschaft ist. Ich weiß, ich bin auch überrascht. Und Rot-Weiß gegen Rot-Weiß. Zwei Farben, beide Mannschaften. Es wird ein interessantes Spiel. Vier, zwei, drei, eins. Der Rot-Weißen aus Essen. Und sind wir gleich die Aufstellung der Rot-Weißen aus Kaiserslautern. Da kommt sie. Ein 4-3-3. Mit natürlich alten Bekannten. Da gibt es noch letzte Anweisungen. Und jetzt soll es losgehen, sagt der Stadionsprecher. Freuen wir uns hier drauf, dass es dann jetzt auch losgeht. Da gab es den Pfiff. Und den Anstoß von Essen. Und direkt Lauter mit der Grätsche, gut. Gefgier ist über außen, versucht sich dadurch zu bahnen, schafft es nicht, Roter. Gefgier hat nicht wirklich eine Möglichkeit, verliert den Ball. Lautern schnappt sich den. Wollten Konter starten, jetzt aber. Explosiv, schnellen Angriff. Über die Außen ist Platz. Kommt man einen guten Weg laufen. Branko, Dünnebohn. Aber kein Schuss aufs Tor. Und ein Pfiff. Da liegt Kefkir. Das ist nicht gut. Wir haben erst 7 Minuten gespielt. Verletzungen kann man da nicht gebrauchen. Und das ist... Das wirft natürlich Essen gut so, ja. Da ist man gut gegen das Knie gekommen. Da gibt es dann auch den Wechsel. Gefgier vom Platz. Mit der Verletzung, schönes Fairplay. Von Lautern da. Und Plecati. Kam rein für Gefgier. Oh. Das ist hoch. Granat. Aber ist lang, muss ich sagen. Vorne offensiv noch nicht wirklich was vorhanden. Beide Mannschaften aber, würde sagen, recht gut. Gleich in den Zweikämpfen. Das ist jetzt kein langweiliges Rumgekicke. Jetzt versucht wieder Essen etwas zu zeigen. Nach langer Durststrecke, ja. 2022 wieder in die dritte Liga, wieder zum ersten Mal in die dritte Liga gekommen, seitdem sie ja existiert. Und hatte dort eine ziemlich gute erste Saison. Berlinski jetzt am Strafraum versucht, aber Hein kann ihn stoppen. Rohrbach. Also nächste Saison
sind die Essener wieder in der dritten Liga. Das war ja das Ziel, nicht wieder in die Regionalliga zu gehen. Das haben sie erfüllt. Und vielleicht wird man größenwahnsinnig in Essen und denkt vielleicht schon über höhere Ziele nach. Wie vielleicht wieder eine Rückkehr in die zweite Bundesliga. Ein so geschichtsträchtiger Verein hätte es verdient, genauso wie das erste Tor. Von Berlinski, der Essen in Führung bringt. Natürlich ein sehr populäres Tor hier. Und da ist es halt, darf nicht so passieren. Aber Zeit ist noch da. Das Tor fiel in der 25. Minute. Wir haben noch viel Zeit. Da braucht aber jetzt Plechati nicht so reinzugehen. Das hätte vielleicht einen Freistoß geben können. Es gab keinen. Vielleicht hätte es eingeben sollen. Aber da nochmal Glück gehabt. Rohrbach jetzt. Türkow. Jakubow. Verloren an Alonso. Götze. Ah. Götze. Du, ich bin beim falschen Spiel anscheinend. Dann fiel der Eintracht Frankfurt, wie es scheint. Ach nee, doch. Ich weiß, ich habe das eh nicht gesehen, so auf meinen Notizen. Das, war ich doch beim richtigen Spiel. Muss ich nochmal zurückkommen. Ich muss mal aus der Kabine rausgehen. Wenn ich nämlich diesen Angriff von Essen verpasst, der jetzt an die Lautener ging. Und das Spiel jetzt wie jetzt über außen. Echt ausgeglichen auch Tönebohn. Das war nichts. Ein Satz mit X. Berlinski versucht, den Ball zu außen zu schicken, nach Plechati zu schicken. Der hat den. Der wird aber ordentlich zurückgehalten. Kann sich befreien. Götze. Macht er ihn? Nein, er gibt ihn ab. Bastians. Oder Tanat. Plechati. Götze. Kretschmer hat ihn. Zusammentreffen der Spieler. Jetzt Lauter mit dem Ball. Branko hat viel Platz. Oh, Jakubow macht das 1-1. 42. Minute. Es ist wieder alles offen. Wie ein Buckelwarme mit Durchfall. Das ist schön gemacht. Ja, und damit ist wieder alles auf Null gesetzt worden. Außer die Tore. Da steht es 1-1. Ja, der Stadionsprecher, der wirkt auch so, als hätte ihn das sehr stark mitgenommen. Aber gut, Essen, da hat man sich wahrscheinlich schon gefreut, nach dem ersten Tor. Hat einen die Euphorie übermannt. Das kann passieren. Aber noch ist ja noch nicht aller Tage Abend. Essen kann da noch nachlegen. Bislang, würde ich sagen, Oberhand Essen. Insbesondere bei solchen Angriffen von Kaiserslautern.
mit der wir uns in die Halbzeitpause verabschieden. Und uns auf weitere interessante 45 Minuten freuen. Da geht's dann weiter. 45 Minuten. Voller Freude in Teil 2 von Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die erste Hälfte war ausgeglichen, das momentane Ergebnis. Der Halbzeitstand spiegelt das auch gut wider. Lautern startet jetzt auch wieder gut durch. Versucht sich einen Weg in den Strafraum zu bahnen. Tönnebohn zeigt da schon mal die Gefahr des Lautern Kader auf. Und ja, man die Sanfthandschuhe hat man zu Hause gelassen. Man geht da, man hätte sie beinahe sogar mit Boxhandschuhen verwechselt, so hart wie man hier in die Zweikämpfe geht. Branko mit einem guten Schuss, Gold dran. Ja, es gibt Decke. Also man umarmt sich nicht, man streichelt sich nicht. Wenn man nicht wüsste, wer da gegeneinander spielt, würde man denken, es sind zwei englische Vereine. Englische Härte anscheinend sehr willkommen bei beiden. Herzenbruch. Hoffentlich nicht das Motto bei Essen. Wäre man sehr traurig. Der Stadionsprecher, der war ja schon traurig nach dem 1-1. Da hat er wahrscheinlich schon einen Herzenbruch erlebt. Golz jetzt zu Alonso. Da gibt's zu Plischati. Kalinski. Und da gibt's dann wieder Lautern. Rohrbach. Ah, Branko. Lautern versucht da so ein bisschen so sich durchzuwinden. Klappt nicht wirklich. Geben wir doch den Ball an Rot-Weiß Essen ab. Und holen uns dann direkt wieder mit Tönnebohm vor dem Tor. 1-2. Darauf hatte man gewartet. Und natürlich mit zwei Spielern, die komplett frei vor dem Tor stehen. Branko gibt Tönnebohm die Chance und der macht's. Und ich bin gerade am Überlegen, wenn ich mir so denke, wie der Stadionsprecher klang. Ja, nach dem 1-1, ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass ich dem jetzt Antidepressiva geben muss. Jetzt nachdem Kaiserslautern in Führung ist. Aber gut, ne? Die Stadt, die ist rot-weiß. Und man lebt für, mit, definitiv nicht gegen den Verein. Da ist man natürlich enttäuscht, im Pokal jetzt zurückzuliegen. Und hoffentlich wird es nicht deutlicher. Lautern, jetzt Rohrbach. Oh, Branko. Lautern hat immer noch den Ball. Ah, der gegen Nebenstor. Der gegen Nebenstor. Man kann sich beruhigen im Stadion. Ungünstige Nummernanzahl. Mit einigen Wechseln jetzt. Engelmann für Berlinski. Eisfeld für Götze. Und Borges für Schirkow bei Lautern. Die anderen waren ja bei Essen. Und das nenne ich mal Grätsche. Verdiente gelbe Karte für Tönnebohm. Ja, gut, das, das war eine sehr orangene gelbe Karte. Ich finde, die hätte man auch schon ein bisschen dunkler machen können. Vielleicht so einen Rot-Touch eingeben.
Das ist. Puh, also, boah. Ich bin dann der Meinung, der Schiedsrichter hat da nur gelb gegeben, weil es im Mittelfeld war, also am Mittelpunkt war. Also irgendwo anders im Feld, und das wäre wahrscheinlich rot gewesen. Ja. Wieder. Essen kommt, Tanat. Oh, oh! Eisfeld mit einer guten Chance. Und das sind doch bessere Zahlen. Lipinski kommt für Branko. Also 9-11 auf so eine Anzeige zu zeigen, wenn man zwei andere Möglichkeiten hat. Ja. Ein. Zu Borges, zu Bittner. Jetzt wieder zu Borges. Ich habe noch am Anfang so ein bisschen gesagt, dass beide Mannschaften so eine englische Härte hier ranleben. Also die gelbe Karte zeigt, dass nicht nur die Vereine die englische Härte hier rangehen, sondern auch die Schiedsrichter ein bisschen gelassener mit der Härte rangehen, Lipinski. Das gibt eine Ecke. Also, ich hoffe ja, dass die so manche Fans, die dann in die dritte Halbzeit gehen, da nicht auch mit englischer Härte rangehen. Das wär nicht so gut. Wenn's gibt, man hofft natürlich nicht drauf. Der Abstoß. Cinnabon, Lipinski. Ja, wenn verdient das. Wenn ich das. Hoffentlich ein Angriff zum Essen. Man hat noch 10 Minuten Engelmann. Wiegel, Eisfeld. Oh, da ist Young. Roter. Da war nichts. Oh, Lipinski, der ist durch. Der ist durch. Der kann laufen. Der kann laufen. Entscheidet sich dagegen. Aber unten sind da die Möglichkeiten. Rohrbach. Lautern. Das war gefährlich. Und Plechanti erklärt zur Ecke. An einem Ort, wo er gar nicht hätte erklären müssen, weil der Ball außerhalb des Strafraums war. Und er locker woanders hätte hinschießen können. Aber ja, lauter noch die Chance geben zum 3-1. Und das wäre es auch beinahe gewesen. Mit etwas mehr Pech auf Essener Seite. Oder Glück auf Lauterns Seite, wo er. Wer ist das gewesen? Rohrbach jetzt. Lautern lässt nicht locker, hat da freie Spieler im Raum. Lipinski kann den Ball nicht wirklich annehmen. Da war eine Hand. Strafstoß. Nein, es war ein Freistoß. Mein Gott, ich bin zu sehr drinne. Ich muss das. Wir brauchen so eine Mischung zwischen einem Stadionsprecher und mir. Dann hätte ich das auch genau gesehen, dass das ein Freistoß gewesen wäre für Essen und nicht ein Strafstoß für Lautern. Bastians, wer jetzt Herzenbruch. Es gibt 2 Minuten Nachspielzeit, ist sein Name Programm in Essen. Lipinski, Rohrbach, der war im Abseits, nein, war nicht, wird abgepfiffen. Lautern kommt eine Runde weiter mit einem 1-2. Und ich verabschiede mich jetzt, gehe zum Stadionsprecher, nehme ihn in den Arm, tröste ihn und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.